Hallo und willkommen zurück zu Trails of Cold Steel. In der Zwischenzeit habe ich einen interessanten Kommentar von Matzef1 bekommen, der mir erstmal verrät, wo der Angelspot ist, der mir noch fehlt. Nämlich direkt da, wo wir mit dem Boot angelegt haben. Und er meinte, ich hätte halt besser. Right. Besser mal mit meinen Waffen gekauft im Laden, denn ich habe ja auch hier die Möglichkeit, an dieser Augment-Station diese Dinger wieder aufzuladen. Also beziehungsweise nicht so aufzuladen. Red wieder Unsinn. Ich kann ja jetzt Waffen, die ich vor ewiger Zeit gekauft habe, hier auch noch mit Rohmaterial upgraden. Und Geld ist ja jetzt nicht mehr so ein Problem. Ich kann mir natürlich nicht für jeden eine Waffe kaufen, aber zumindest hätte ich mir für Milium und Laura und Rien, weiß ich nicht, Rien hat vielleicht schon eine, aber auf jeden Fall für Milium und Laura hätte ich mir eine neue Waffe mitnehmen können. Naja, und jetzt sehe ich gerade, ich habe Milium hat nur 32 CP. War das richtig so? Eigentlich müsste ich nur einen Kampf machen, aber komm, wir testen das jetzt einfach mal so, ob das da drin nicht auch so funktioniert. Ich will ja nicht grinden und ich will jetzt eigentlich auch nicht zurücklaufen, um nochmal durch Fake-Kämpfe mir CPs zu ergaunern. Wenn ich den Kampf nicht schaffe, dann schon, aber erstmal versuche ich so. Ah, hallo zusammen. Direktor. Ich habe mich schon gefreut, darauf gefreut, mit dir zu sprechen, Onkel. Ah, Direktor Heidel, genau so hieß er. Es ist eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben, Alisa. Und dies hier sind dann wohl deine Klassenkameraden? Ich dachte, du wärst mit besseren Manieren aufgezogen worden. Hast du nicht drüber nachgedacht, einen Termin mit mir zu vereinbaren, bevor du mich besuchst? Oh, wir möchten uns entschuldigen für für das plötzliche Eindringen. Allerdings fürchte ich, die Geschäfte, wegen der wir hier sind, können nicht warten. Oh, ist das so? Die Zeit ist ein wenig knapp, also komme ich direkt mal zum Punkt. Du gehörst hier nicht an diesen Schreibtisch. Dir fehlt es an den Dingen, die man braucht dafür. Also ich denke, es ist jetzt an der Zeit, dass du diesen armseligen Akt beendest und den Schreibtisch an seinen rechtmäßigen Besitzer zurückbringst. Jetzt im Ernst? Das sind wirklich provokante Worte von dir, Schwester Angelika. Du hast dir einen Vorteil dadurch verschafft, durch das Kriegschaos und den Vorsitzenden der Reinfort-Gruppe gefangen nehmen lassen und so dir die Kontrolle der Firma an dich gerissen. Und als ob das nicht noch schändlich genug wäre, stiehlst du ihr zu Hause und behandelst es wie dein eigenes. Wie kannst du dich da selbst noch adelig nennen? Ja, da ist vielleicht adelig jetzt auch die falsche Übersetzung. Im Englischen ist ja Nobel eben auch edel. Also wie kannst du dich da noch einen Edelmann nennen? Wäre dann wohl besser. Denn edel ist sein Handeln gewiss nicht, aber es ist eine normale Sache im Krieg. Leider. Und nicht nur im Krieg. Mächtige Leute rauben manchmal auch Firmen, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass auch in Deutschland in den Kriegen, vor allen Dingen in den beiden Weltkriegen, die Firmen entweder zur Kooperation gezwungen wurden oder viele haben vielleicht auch freiwillig einfach so mitgemacht, um sich Profite davon zu erhoffen. Oder dass es auch Firmen gab, die halt enteignet wurden. Das kann schon sein.
Aber hier ist ja das Besondere, ein Bürgerkrieg. Vielleicht ist dir gar nicht bewusst, wie sauer ich bin. Auch Vater nervt mich total ab. Aber deine Aktionen sind einfach entehrend. Danke, Angelika. Nun beweg deinen Hintern hinter dem Schreibtisch vor, bevor ich ihn da wegschleifen muss. Ich habe nicht vor, im Hintergrund stehen zu bleiben und weiterhin zuzulassen, dass du Schande auf den Namen Rogner bringst. Ach, du bist wirklich ganz dein Vater. Ihr beiden begrenzt das Potenzial, was in euch steckt, einfach durch diesen wertlosen Stolz. Und zu was soll das gut sein? Er strebt noch nicht mal danach, seinen Anspruch geltend zu machen als Oberkommandierender der Adligen Allianz. Ist ein guter Punkt. Vielleicht ist das Haus Rogner nicht das mächtigste, aber die sind doch militärisch, glaube ich, am versiertesten, weil die schon immer so militärfokussiert waren. Deshalb würde er vielleicht einen guten Anführer machen. Er führt eins der ruhmreichen vier großen Häuser an und hält sich die ganze Zeit im Hintergrund und gewährt anderen neben ihm den Aufstieg. Also das ist doch bedauernswert, oder? Na, ich glaube, er wäre nicht zu erfreut, wenn man ihn bedauernswert nennt. Ausgerechnet von dir. Aber das ist hier nicht das Hier und Jetzt. Ich werde meine Meinungsverschiedenheiten mit Vater schon bald begraben. Oder ja, nicht begraben, aber austragen, also klären. Sobald ich dich gefangen genommen habe. Ach, ihr seid doch alle Narren. Direktor, bitte. Warum denkst du nicht drüber nach, in dieser Sache nachzugeben? Ich bin hierher gekommen, um die Reinfort, die Firma Reinfort und diese Stadt wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Du hattest immer eine respektable Position in der Firma. Was braucht es da, um dich zur Mitarbeit zu bewegen? Ich fürchte, nichts, was du sagst, wird mich dazu bringen, aufzugeben. Diese Nation ist im Krieg. Und deine naive Denkensweise bringt hier überhaupt nichts. Oder hätte ich jetzt gedacht, er tippt irgendwas auf dem Computer? War das also die Geheimwaffe? Also ich sag mal von den Farben her, tippe ich auf Confuse, weil das sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie diese anderen Teile, die wir da auf dem Gang besiegt haben. Was macht denn dieser Riesenarchaismus hier? 7 Ziele lokalisiert, Wechsel zum Auslöschungsmodus, Kampffertigkeiten analysiert, sende Shigure-Einheiten aus. Ah, wir sind umzingelt. Das kann doch nicht sein. Stimmt die Klinge und die Kampfhaltung nicht mit deiner überein, Rien? Ja, es scheint so, als wären die Kampffähigkeiten der Eight Leaves Schule
hineinprogrammiert worden. Du wirkst ziemlich entspannt, wenn man die Umstände betrachtet. Ja, jetzt seht ihr mal, wer die obere Hand hat. Ich werde meinem Bruder erzählen, dass du in einem ganz unglücklichen Unfall ums Leben gekommen bist. Er wird es mir sicherlich abnehmen. Shigure-Einheiten erfolgreich entsandt. Beginne mit der Elimination der Ziele. Hier kommt's. Wir dürfen hier nicht verlieren. Schalten wir es aus. Time to go full. Er fängt an. Mal sehen, was er macht. Ach lustig, er hat jetzt auch japanische Angriffsnamen. Weil er ja auch einen fernöstlichen Stil hat momentan. Okay, das war noch relativ harmlos. Ich fürchte, Angelika werde ich bald durch Emma ersetzen müssen. Ich muss auch diese Viecher hier ausschalten. Ich muss gleich bei Angelika, ich habe mir das immer noch nicht gemerkt, ob sie jetzt ihre S-Craft gegen alle einsetzt oder nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal buffen. Muss ich das überhaupt? Erstmal muss ich gucken, was er hat. Wie heißt der? Regenenkopf. Was sind Regenen? Achso, genau. Ich wollte gucken, gegen was er anfällig ist. Gegen nichts Besonderes. Ja, eigentlich nur gegen Status Down ein ganz bisschen. Also 20% ist ja schon nicht schlecht für einen Bossgegner. Gut. Ich denke, ich muss buffen, damit wir überhaupt halbwegs Schaden machen. Alright, let's do this! I can do this! Und Alisa muss natürlich auch ihre Standardcraft einsetzen. Light. Ich habe mir die kleinen Viecher noch gar nicht angeguckt. Die sind gegen vieles anfällig, aber nicht gegen Schlafen. Ich guck mal, wenn du jetzt deine S-Craft machen würdest, dann würdest du 3 Leute treffen und ihn. Die kleinen Viecher, die haben aber nicht so viel Hitpoints. Das können wir lieber Milium machen lassen. Schafft Milium das? Also auf genügend CP zu kommen. Sie kriegt jetzt gleich 62, 82, 87 ungefähr. Ist ein bisschen schlecht. Was haben wir hier noch? Fortuna können wir machen, wenn Emma dabei ist. Jetzt nicht. Ich denke, ich muss hier die S-Craft machen. Und Milio macht es dann später. Da wird ja wahrscheinlich auch noch wieder welche nachrufen. Ich kenne die Brüder doch. Gar nicht so viel aus. 140.000 ist nicht so viel für seinen Kaliber, aber wahrscheinlich kann er sich ganz toll heilen oder andere fiese Sachen. Die haben 12.000. Du hast da auch noch Zauber, ne? Chrono Burst. Oder ich könnte Crash and Mirror machen. Wäre wahrscheinlich Verschwendung. Lost Eden war das mit Confuse, machen wir jetzt nicht.
einfach normal zuhauen. Ich denke, das ist das Beste. Auf den? Nein. Auf den. Okay, 92 haben wir hier nichts geschafft. Ja, hat er sich gut gehalten, 30.000. Und ist nochmal dran danach, das ist auch fies. So, jetzt muss ich gleich mal ein bisschen an Heilung denken. Million kann gleich die S-Craft machen. Kann auch Overdrive machen, das macht ja auch Heilung. Das ist eigentlich eine super Idee. Hast du vorher noch einen Zauber? Chrono Drive. Das ist nur der Kleine zwischendurch noch dran. Wird der Kleine Million töten? Ich hoffe mal nicht. Sonst habe ich ein Problem. Ach ne, Million wird den Kleinen töten. So einfach ist das. Marcus, activate. Here I go. Das ist ja eigentlich egal, ne? Also der ist besser, klar. Schon genial. So, du kannst jetzt nämlich auch schön heilen. Ja, da haben alle was davon. Hang in there. Thanks. I owe you one. Yeah. So, was macht er jetzt? Das geht. Time to shine. Hier wäre vielleicht auch was mit Adamant Shield angebracht oder so. Ich könnte Angelika jetzt mal auswechseln. Ich habe einfach sonst ein ungutes Gefühl. Wenn ich Emma mitnehme, dann können wir uns vor Magie schützen. Es wird irgendwann Magie kommen, bestimmt. Und Emma kann auch heilen und wiederbeleben und sowas. Das brauchen wir. They're all yours. I'll take it from here. Ah ja, Defense plus 50%, das kommt ja auch noch dazu. Für drei Runden nur, aber drei Runden sind ewig lang. Oh Moon, shield us from harm. Crescent shell. Let's move. So. Ist die Frage, machen wir jetzt Overdrive? Wäre, glaube ich, ganz gut. Oder kannst du noch was zaubern? Den haben wir jetzt natürlich nicht, weil ich Chrono Drive gezaubert habe, aber irgendwann kommt hier noch ein Magiefeld, wo wir Magiepunkte zurückkriegen. Ach, durch Overdrive ja auch, ne? Kann das sein? Wir machen das jetzt einmal. Here goes. Overdrive! Ja.
So. Gebufft ist noch. Eigentlich müsstest du jetzt hier deine Spirit Unification einsetzen. Oh, das machst du nächste Runde. Ja. Burn Faint bringt ja alles nichts. Delay bringt auch quasi nichts. Aber das bringt am meisten Schaden hier. Und Unbalance. Burn to ash! Fall! Now's our chance! Gotcha! Righto! So, Miriam, du kannst ihn doch irgendwie schwächen. Stärke minus 25%, nee, das ist natürlich nice to have, aber da habe ich hier lieber was anderes. Balance down. Ich nehme das hier. Delay hat sogar funktioniert. Super. Haben wir Glück gehabt. My turn. So, du machst Spirit Unification. Here we go. Und jetzt die S-Craft. So, nochmal Heavenly Gift. Ich überlege, ob ich Milium jetzt noch einschreiten lasse mit S-Craft, aber ich warte mal ab, was er jetzt überhaupt macht. Vielleicht ruft er einen Nachschub oder so. Erstmal heilt er sich. Und sonst nichts. Oh, das ist nett. 28.000 ist jetzt nicht die Welt. Ja, jetzt kann ich mich nicht buffen oder sowas. Muss man ganz normal zuhauen. Bei dir wäre fast zu überlegen, dich durch Laura zu ersetzen, aber warte ich noch ein bisschen mit. Die Endphase mit Laura dann einläuten. Naja, 5000 Schaden nochmal durch den Rush. It's my turn. Schutz von Magie haben wir noch. Haben wir sonst noch was? Ich könnte lustigerweise mal Cross Crusade machen. Wenn er den Nachschub ruft, ist er dann direkt weg. Und wenn er keinen Nachschub ruft, dann kriegt er halt nur den Schaden. Ist auch gut. Ansonsten wüsste ich nicht, was du jetzt hier machen solltest. Ja, Analyse kann man natürlich immer machen, aber es kostet auch 35 Zeiteinheiten. Hätte ich es gewusst. Naja, eigentlich habe ich schon eine Runde davor nicht gerechnet.
dass er das macht. Aber ich glaube, ein Crossbow-Set reicht gar nicht. Ich habe zu viele Hitpoints. Oh, es hat sogar gereicht. Wie geil ist das denn? Nun ist nur er da, okay. Was hat er da für einen Buff? Wir haben das auch, ne? Es ist einfach stärkere Verteidigung, glaube ich. So, Rian braucht mal ein bisschen Hilfe. Und Heilung, das kann Emma gleich machen. Ah ne, warte mal, wir machen das jetzt folgendermaßen. Du machst hier einen Blessed Arrow. Dann hat Miriam gleich volle CP zum Zuschlagen. Rian bufft. Here we go. Oder ist der Stärke-Buff dann noch? Kannst nicht erkennen. Weiß ich jetzt nicht. Buff sicherlich. Sicherheitshalber einfach nochmal. Eigentlich müsste Motivate weg sein. Ach, kannst du jetzt ja nicht. Natürlich nicht. Schon mal erledigt. S plus mal 2 oder SS? Das hat noch 50 Unbalance. Nehmen wir das. Burn to ash. Fall. Wirkt dein Insight noch? Ja, da würdest du also 20, 25 zurückkriegen. Aber nicht. Ach doch, 30, du kriegst ja auch was wieder zurück. Nein, warte mal. Wir machen das so. Nein, ist zu viel. Das ist schon okay. Get him! Yep! Got you! Here I go! So, nach Emmas Aktion hat Miriam nämlich ihre 200 CP schon wieder zusammen. Und du machst jetzt folgendes. Zauber kommt zu spät. Ich ersetze dich einfach durch Laura. Sorry for the trouble. Understood. Nee, Rian könnte auch noch buffen. Jetzt kann Rain ja wieder buffen. Du haust einfach ganz normal zu. Oder... Ne, warte mal, du hast hier noch diesen True Armor Breaker. Motivieren und dann direkt selbst draufhauen. All right, let's do this. Und dann Laura, sie schafft nicht ganz die 200, ne? Aber das spielt, glaube ich, schon keine Rolle mehr. Ah ne, dann erst ein Million. Come on, man!
haben wir Laura eingewechselt und sie hat noch einmal mit dem Schwert zugeschlagen. Naja. Amelium freut sich bestimmt, dass sie den finalen Schlag machen durfte. Erfahrungspunkte lohnen sich auch richtig und ich sehe da schon so kleine gelbe Strichlein bei den Masterquarzen. Also sie nähern sich langsam Level 5. Ganz langsam. Great! I'm so glad! I'm awesome! I did it! I feel stronger than ever! Was? Ach, wir haben es wirklich geschafft. Scheint so, als wären dir deine Asse nun ausgegangen, Onkel. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Diese Einheit hatte die Kampfdaten von Crossbills göttlicher Klinge des Windes installiert. Ah, das war auch schon mal wieder ein Beweis, dass sie gemeinsame Sache gemacht haben. Wo haben die sonst die Daten von Crossbill her? Es gibt da eine Kollaboration zwischen den beiden. Es war ja, der Verdacht war ja schon da, dass die Verhandlungen geführt haben und so, war ja schon bekannt, aber vielleicht haben die schon viel, viel länger gemeinsame Sache gemacht, die Adligen und Crossbill. Wie konnte es nur von einem Haufen von Kindern besiegt werden? Ja, die Kraft und die Geschwindigkeit waren schon beeindruckend. Das muss ich zugestehen. Aber mehr dann auch nicht. Denn ganz egal, welche Daten auch einprogrammiert wurden, letztendlich bleibt es eine Maschine ohne Seele. Und ohne einen Träger, der seine Seele da hineinfließen lässt, kann keine Klinge ihr wahres Potenzial entfalten. Ja, da hat Rain völlig recht. Ach, erspart mir euren Unsinn. Naja, dann lasst ihr mir keine andere Wahl, als alle Archaismen dieses Gebäudes in diesen Raum. Spar dir deine Zeit. Mutter, Sharon. Na, ich schätze mal, bei euch ist alles gut gelaufen. Auf jeden Fall. Die ganzen Sicherheitssysteme des Gebäudes sind nun unter meiner Kontrolle. Jeder einzelne Archaismus in dem Gebäude wurde auch deaktiviert. Ich fürchte, das Spiel ist aus, Meister Heidel. Frau Vorsitzende, du hast das alles völlig falsch verstanden. Es ist nicht so, wie es aussieht, genau. Ich habe ja unter den Befehlen von Höhergestellten gehandelt in der Allianz. Ich schwöre das bei meinem Leben. Ich wollte das hier alles gar nicht. Naja, also, selbst wenn es so wäre, dass ihm all das befohlen wurde, spätestens, als Angelika gesagt hat, hier, du hast noch die Chance aufzugeben und er dann vorhatte, Angelika zu töten, spätestens da ist ja der Beweis da, dass er nicht nur Befehle befolgt hat, sondern dass er selbst der Böse ist. Also einer von vielen Bösen. Erstmal mein herzliches Kompliment, dass es dir gelungen ist, mich auszumanövrieren, also quasi taktisch besser vorzugehen als ich. Ich habe ja meine Position dadurch erhalten, dass ich das Gleiche mit dem früheren Vorsitzenden gemacht habe. Also liegt es nicht an mir, dich jetzt für deine Handlung zu kritisieren.
Ich werfe keinem Mann vor, Ambitionen zu haben. Und als Person solcher Ambitionen, oder die solche Ambitionen hat, hast du die richtige Wahl getroffen. Hab ich? Aber hier einfach reinzumarschieren und dich in meiner Wohnung einzunisten, das ist ein Angriff, für den du bestraft werden musst. Ja, genau. Noch einmal auf dem Solarplexus. Verdammt! Ach, was für eine hervorragende Schlagfolge, Frau Vorsitzende. Ja, sie ist wirklich deine Mutter, Alisa. Ah, mein Herz beginnt auf einmal wieder doll zu schlagen. Ja, dann sind die Dinge jetzt wohl wieder ganz normal, schätze ich. Was steht ihr denn hier noch rum? Ihr könnt alles mir überlassen. Habt ihr nichts anderes zu tun? Ja, das stimmt. Sie hat recht, gehen wir. Ja, da hast du recht. Und scheint auch so, als wäre unsere Eskorte bereits bereit, um uns abzuholen. The Courageous? Weil die Sicherheitssysteme jetzt hier abgestellt wurden, kann die jetzt hier landen, oder? Ich meine, ich finde es super, kann ich mal Charaktere auswechseln. The Courageous! It must be here to pick us up. Sie will uns hier wohl abholen. Reem, Angie! I take it everything went well in there? Ich schätze mal, dass alles drin gut gelaufen ist. I think it's about time we wrap things up. Hurry and get on board. Ich schätze, dass wir die Sachen nun zu Ende bringen. Also beeilt euch und kommt an Bord. Now the preparations are all complete. Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen. Time for Father and I to settle our family dispute once and for all. Zeit, dass Vater und ich unseren Familienstreit endlich einmal austragen. Ein für alle Mal. Die nächste Sektion enthält einen Kampf mit einem göttlichen Ritter. Wir können, also nicht mit einem, sondern mit unserem Valimar, wir können unsere Ex-Orbs anpassen. Also erstmal danke Entwickler, dass ihr mich angehört habt. Nach dem ersten Kapitel habe ich mich ja ein paar Mal beschwert, dass es immer so Kämpfe gibt, erst ein Bosskampf und dann noch ein Kampf mit dem Divine Knight und so weiter. Dass man dazwischen nicht absafen konnte. Jetzt habt ihr eine Speichermöglichkeit für mich geschaffen, das finde ich sehr nett. Und die Ex-Orbs, die sind ja hoffentlich noch alle richtig ausgerüstet. Prima, also dann sehen wir uns nächste Folge dann mit einem Kampf mit Valimar, so wie es aussieht. Also macht's gut, tschüss.